Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Fez und wir krebsen uns weiter durch das Spiel. Ja, das ist der passende Begriff, glaube ich. Ich habe im letzten Part diese Tür hier entdeckt und jetzt werde ich mal gucken, was dahinter ist. Oh ja, bestimmt was total Tolles. Das... Hä? War ich... Nee, hier war ich nicht schon mal. Habe ich nur das Gefühl, da wurde gerade rangezoomt oder sind meine Augen innerhalb von 5 Minuten schlechter geworden? Ich weiß es nicht. Ein Schild. Diese Aha. Aha. Okay, ich verstehe. Jetzt gibt es auch noch Trampolins. Immer wieder schön, wenn neue Sachen eingefügt werden. Also, zack, einmal hier rüber. Dann drehen. Und dann einmal da hoch. Moment, jetzt muss ich nochmal kurz... Das sollten wir vielleicht so drehen, dass ich an die Leiter komme. Also so irgendwie. Ja. Einmal kurz auf die Karte gucken. Okay, hier ist schon mal nichts weiter. Das ist gut. Was ist denn hier oben Tolles? Eine Tür. Und dieses Schild da oben. Ich meine, entweder wollen die Entwickler einen wirklich einfach nur trollen, oder es hat eine tiefere Bedeutung. Ich meine, ich stehe noch nicht umsonst da. Oder ist das wahrscheinlich eine Art der künstlerischen des künstlerischen Ausdrucks? Ich weiß es nicht. Ach, so kommen wir hier hoch. Ja, wunderbar. Da hat sich das ja sogar gelohnt. Ein weiterer Würfel für uns. So, wunderbar. Alles klar. Und das ist auch ein weiteres Portal. Jetzt müssten wir ja eigentlich hier auch alles haben. Ja, super. Wir haben endlich mal das Ende eines Zweiges entdeckt. So, Moment, da muss ich jetzt gerade mal... Oh, schaut euch das an. Da kriegt man doch echt Angstzustände. Oder ich kriege sie. Ja, so sieht es auch interessant aus. Ne? So sieht das mehr so ein bisschen wie so eine 2D-Welt aus. Ist es aber eigentlich gar nicht. Dieses Spiel ist voll von Gedankenspielchen. Ja. Gut. Einmal bitte durch das Portal durch. Cube, mein Freund. Übrigens, Cube, ne, ganz interessant, ist ein Hypercube. Ich wollte jetzt nur auf intelligent machen. Ich weiß eigentlich nicht, was ein Hypercube ist. Ich habe nur gelesen, dass er ein Hypercube ist, ne? Ein Würfel, der sich irgendwie durch die Zeit bewegt. Ja, eigentlich ist er nämlich gar kein Rubik's Cube. Er würde gerne ein Rubik's Cube sein, aber der Entwickler sagt, nein, du bist jetzt ein Hypercube. Dadurch ist er sehr traurig geworden und deswegen begleitet er uns jetzt, weil er Gesellschaft braucht. Oder wie auch immer. Gut, 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 gut. Dann haben wir hier... Da... Moment, war da noch eine Möglichkeit? Wisst ihr was, Leute? Ich muss hier jetzt erstmal weg. Ich muss erstmal so ein bisschen... Warum ist da ein Bildschirm oben? Ist das das Portal wahrscheinlich, nicht wahr? Ich muss hier irgendwie erstmal weg und ich brauche mal so ein bisschen Abwechslung. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, die Türen hier, die habe ich mittlerweile alle gefunden. Ich hoffe, dass hier keine weitere mehr ist. Also, ja, ich glaube, zwei Türen habe ich gefunden und da bin ich ja hergekommen. Ne? Das war ja der Leuchtturm. Beziehungsweise da bin ich... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dieses Spiel macht mich fertig. Aber ist auch egal. Solange es Spaß macht dabei. Ist auch egal, wenn ich nachher als psychisches Wrack ende. Schließlich hatten wir alle unseren Spaß dabei. Ne, das ist ja das Wichtigste. Kann ich da einfach so runterspringen oder breche ich mir dann wieder einen Marshmallow? Nein, diesmal nicht. Ich habe weiß aber immer noch nichts gegessen. Und dass wir andauernd Käsewürfel finden, macht die Sache nicht unbedingt leichter. Naja, gut. Wo kommen wir denn jetzt wieder hin? In den Leuchtturm, wenn ich mich nicht irre, oder? Genau. Hier ist auch wieder so ein Schild, ne? Das Schild hatten wir aber schon mal. Ich gehe jetzt einfach mal den ganzen Weg zurück. Übrigens noch eine ganz interessante Sache. Ne? Ich hatte ja im letzten Part euch so ein bisschen was von dem Entwickler erzählt. Und ich hatte letztens so ein Interview gelesen, was den Entwickler dieses Spiels für mich so ein bisschen unsympathisch gemacht hat. Zum einen hat er, wie gesagt, ne, gesagt, dass... Auch wenn das wahrscheinlich mehr als Joke gedacht war, ich weiß es nicht, ne, dass PCs nicht geeignet sind als Gaming-Plattform, nämlich nur als, okay, da war Wasser, Gott sei Dank, nämlich nur als Tabellenkalkulationsplattform. Aber er hat noch eine andere Sache gesagt, nämlich hat er gesagt, dass er japanische Spiele grottenschlecht findet. Ich meine, gut, das kann man jetzt so sehen, wie man will. Die japanischen Spiele der letzten Jahre waren, ich meine, vielleicht kennen ja ein paar von euch Final Fantasy. Final Fantasy war so ein Spiel, das hat sich im Verlauf der Jahre immer wieder weiter zum Schlechten entwickelt. Allerdings, was mache ich hier eigentlich? Allerdings ist das nur auf die heutige Zeit bezogen. So muss das sein, ich war genau so muss das sein. Komme ich da wieder hoch? Nee, aber nur bei die Ranken, nehme ich an, ne? Ja, bei die Ranken. Ich glaube, er hat auch gesagt, oldschool japanische Spiele mag er, aber die neueren sind halt irgendwie ziemlich mies. Ja. Gut, also wie mache ich das jetzt? Wie komme ich denn wieder zurück? So komme ich wieder zurück, ja. Gut. Oh, oh, dieses Spiel wird ein Brain Twister. Aber da ist wieder der beruhigende Leuchtturm und es wird Nacht und ich komme langsam ein wenig runter. Und hier sind auch wieder
Möwen, die auch nachtaktiv sind, eigentlich ja nicht, aber in Fäs sind sie das schon. Komme ich hier einfach so runter oder werde ich dann sterben? Ich werde sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Die Katze! Okay, langsam reicht's. Nee, da geht's doch nur wieder in den Leuchtturm. Beziehungsweise in die Tür. Zum Haus. Da war ich ja schon. Ich möchte bitte zurück. Was hat eigentlich diese Säule hier zu bedeuten? Hat die einen tieferen Sinn? Soll ich hier beten? Zu Buddha oder so? Ich kann mich ja noch nicht mal ducken oder so. Ich weiß auch nicht. Oder hat diese Möwe auf dem Stein etwas zu bedeuten? Beziehungsweise hat diese Möwe gerade auf diesen Stein geschissen und damit quasi die Religionen kritisiert? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Ich muss hier irgendwie wieder raus. Und raus ging es, glaube ich, hier auf der Seite. Oder hier war die Tür. Genau, hier geht's wieder zurück. Ja, auch das Backtracking ist in diesem Spiel nicht so einfach, wie ihr seht. Beziehungsweise für mich. Gut, wir sind wieder hier. Das ist doch jetzt wieder mehr so das Hub gewesen, nicht wahr? Und da war ich auch noch nicht drin. Deswegen werde ich doch glatt mal schnell gucken. Was war das? Oh, diese Musik. Diese Musik ist so schön. Es gibt, by the way, auch schon den Soundtrack zu erwerben, glaube ich. Ich habe ihn mir noch nicht gekauft, aber das wird so schnell wie möglich nachgeholt, wenn ich dann mal wieder die Möglichkeit habe dazu. Hier war ich noch nicht, oder? Nein, hier war ich definitiv noch nicht. Ich gucke mal gerade noch mal schnell auf die Karte. Nee, hier ist eine andere Abzweigung. Da wäre noch eine Abzweigung und da wäre auch noch... Oh, oh, oh. Seht ihr dieses Gesicht? Es macht mir Angst. So werde ich bei so... Ich versuche mal gerade ran zu zoomen. So werde ich am Ende des Let's Plays ausschauen. Also könnt ihr euch schon mal vorstellen, so wird das am Ende aussehen. Ja. Gut, klettern wir mal hier hoch. Und hier ist gar keine Musik... Moment, 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 Moment. Ich habe gerade einen Geistesblitz. Genau, ich habe einen Geistesblitz. Ich könnte was essen, nein. Aber was ist das denn hier? Dieser Stein. Der hat doch bestimmt ein... Einen Moment. Sehe nur ich das? Oder seht ihr das auch? Ein Moment der Ruhe. Moment, das muss ich nochmal überprüfen. Sieht das nicht haargenau so aus wie das da? Also ehrlich gesagt finde ich schon. Das ist nur die Frage, was mir das bringt. Erstmal muss ich hier hochklettern. Oh, da oben ist eine Truhe. Kümmern wir uns erstmal um die Truhe. Wahrscheinlich sollte das einfach nur die Karte dahin sein, dass da eine Truhe ist. Das könnte durchaus sein. Wir gucken einfach mal, was das Tolles in der Truhe drin ist. Vielleicht ja mal ein Enterhaken. Sowas wäre... Oh, da oben ist noch eine. Nein, ein Schlüssel, den hätte ich vorhin gebraucht, ihr verdammten Säcke. Warum denn jetzt? Ja, Möwe, flieg nur weg, lach mich nur aus. Wie komme ich denn da wieder rüber? Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, das reicht alles nicht. Ich meine, aus welcher Perspektive ich das auch betrachte, da komme ich irgendwie nicht wirklich rüber. Nee. Autsch. Oh, das war wieder ein Marshmallow zu viel. Tja, hä. Gut. Vielleicht kommt man da erst später hin, weil so kann ich mir irgendwie nicht erklären, wie das funktionieren soll. Vielleicht von unten? Nee, stelle ich mir nicht. Nee. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir ja später noch so voll die ultra tollen Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Falcon Punch. Das wäre geil. Mal abwarten. Ich sammle mal erstmal die anderen. Ja, egal. Ich habe ihn im Tod eingesammelt. Das war doch gar nicht so schlimm. Oh, ich habe fast wieder einen ganzen Würfel. Das ist ja schön. Moment, dann kann ich doch hier bestimmt auch, wenn ich richtig springe, das Ding einsammeln. Super. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe einen ganzen Würfel. Juhu, Nummer 5. Damit können wir, glaube ich, schon in eine andere Welt, ne? Oder wie war das? Was ist das? Eine Kiste? Das ist natürlich eine Kiste. Wenn du dich gegen eine Kiste lehnst, kannst du sie verschieben. Du kannst sie auch mit X hochheben und werfen. Und du kannst sie vorsichtig ablegen, indem du unten und X drückst. Aha. Oha, diese Kiste wird wahrscheinlich sehr viel zu bedeuten haben. Vielleicht da der Schalter oder was das ist. Oh yeah. Oh yeah. Ich dachte jetzt gerade schon, es entsteht oben vielleicht eine Plattform. Du hast es geschafft. Du hast einen Geheimgang entdeckt. Ich weiß, ich bin schon was Besonderes. Tja, und jetzt können wir da rein. Aber ist hier... Da oben... Ach, da ist doch noch einer. Guck mal, hätte ich fast übersehen. Nee, 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 so nicht. Aber irgendwie stört es mich, dass ich an diese Truhe da nicht rankomme. Das muss doch irgendwie gehen. Außerdem werde ich das Gefühl nicht los, dass ich nicht springen kann und dass diese Schatzkarte hier irgendwas damit zu tun haben muss. Ich meine, wenn man sich das mal aus der anderen Sicht an der Ranken festhalten, ist halt, da braucht man ein Diplom für. Ne? Das ist das Problem an der Sache. Und ich springe mal kurz hier runter, weil
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß ja nicht, ob es nur mir so geht, aber das sieht doch haargenau so. Guck mal, voll mal aus der Perspektive. Moment mal. Moment, Moment. Halt, andere Richtung, andere Richtung. Ich muss das gerade mal nochmal genauer. Das sieht doch genauso aus. Und seht ihr diesen roten Strich da oben? Seht ihr ihn? Das ist eine Plattform, die ist aber hier nicht da. Die verarschen mich. Wo soll da bitte eine Plattform sein? Das ist sehr merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Also, Moment. Probieren wir es nochmal. Da ist rein gar nichts. Na gut, egal. Ich will nicht zu viel Zeit verschwenden. Vielleicht kommen wir wirklich nur mit einer speziellen Fähigkeit daran. Ist mir auch gerade egal. Mein Gott, da wird schon nichts Tolles drin sein. Wahrscheinlich ist da so die übelst tolle Lasergun drin. Und normalerweise muss man das Spiel mit dieser Gun spielen, um es zu schaffen. Jetzt bekomme ich sie nicht. Ja, ja, ich kenne mein Glück. So ist es immer. Egal. Dann gehe ich einfach mal hier durch die Tür. Ne? Ist ja auch schön bestimmt dort. Da hinten komme ich zu diesem riesigen Säulenkomplex mal wieder. Glaube ich? Ja, genau. Mal schauen. Vielleicht habe ich hier ja etwas mehr Glück. Ich meine, wir haben ja alle Zeit der Welt, nicht wahr? Wir müssen so viel erkunden und da kann ich ja auch dann irgendwann mal offscreen mal gucken. Ich denke mal, ihr wollt es nicht sehen! Wenn ich sterbe, dann vielleicht schon, aber nicht, wenn ich ratlos bin. Aber wenn ich sterbe, so wie jetzt schon wieder, dann ist es natürlich bestimmt immer interessant. Ich glaube, Gomez hat heute so ein bisschen ich weiß auch nicht, der ist irgendwie ziemlich unmotiviert. Der springt immer selber vor den Rang. Ich mach das nicht. Nein, nein. Tja. Hier, das ist doch die Tür nach draußen, oder nicht? Ich möchte hier rein? Ich möchte hier rein. Möchte ich das? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal. Ich gucke nochmal auf die Karte, damit ich nicht... Oh! 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 Eine Truhe. Her damit. Was ist denn da drin? Noch ein Schlüssel oder was? Eine neue Schatzkarte. Also langsam fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ich habe zwar schon jetzt schon die dritte Schatzkarte. Ist das nicht dasselbe wie nur umgekehrt, ne? Ha. Ich kann mir da im Moment noch keinen Reim drauf machen. Ist hier noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Wobei ich sagen muss, vielleicht sollte ich hier auch in der Hinsicht, wenn es Leute von euch gespielt haben, vielleicht auch mal Tipps annehmen. Ich möchte nur nicht gespoilert werden, aber bezüglich der Schatzkarte möchte ich nur wissen, ob man dann nachher noch irgendwelche Spezialfähigkeiten bekommt, um weiter zu springen oder so. Irgendwie, ich verstehe es nicht so ganz. Naja, gut. Okay, dann würde ich sagen, wie viel Zeit, ja, so ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann gucke ich ja gerade nochmal, was hier noch so an Möglichkeiten gibt. Ja, man kann auch gerne nochmal in den Abgrund fallen, weil es so schön war. Und weil es auch dann nochmal so schön war. Wie komme ich denn jetzt am besten wieder hier zurück? Indem ich erstmal hier hingehe. Das dann drehe. Nee, ich muss schon hierher. Ich weiß schon wie. Ich weiß schon wie. Ist ja auch nicht unbedingt so kompliziert. Da muss man kein Raketenforscher für sein. Theoretisch. So, dann daher. Und dann da hoch. Wenigstens haben wir einen schönen eckigen Sonnenuntergang. Und das hat doch auch was, oder? Ja, jeder möchte gerne einen eckigen Sonnenuntergang erleben. So, einmal hier hoch und dann haben wir es auch endlich mal wieder geschafft. So, gucken wir mal nach oben. Da ist ein blauer Vogel, dessen Gattung ich nicht bestimmen kann. Ich bin leider kein Ornithologe. Ja, das wusstet ihr vielleicht noch nicht, aber nein, bin ich nicht. Ich kenne mich generell im Thema Zoologie nicht so besonders gut aus. Die einzigen Tiere, mit denen ich mich wirklich gut auskenne, das sind Hunde, aber auch nur, weil ich selber einen habe. Aber naja, gut. Da haben wir einen weiteren Würfel. Schön. Lohnt sich das da nochmal zu gucken? Ich drehe es lieber nochmal. Ja, es lohnt sich. Guckt mal an. Ist hier noch einer. Man sollte wirklich immer einmal im Kreis drehen um so eine Säule und gucken, dass da auch nicht wirklich noch was ist, was man eventuell vergessen könnte. Dann ohrfeigt man sich nachher nur zu Tode. Gut. Immer höher, immer höher. Ich frage mich, was die Familie, falls Gomez hat... Nee, Gomez lebt ja alleine, ne? Seine Familie lebt ja nicht in Michelin-Mannhausen. Ich meine, ich sage zwar immer Michelin-Mann-Männer. Ja, das hat der Begriff ja schon in sich. Aber es gibt ja auch Michelin-Frauen. Ja, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Sonst beschweren sich hier noch Leute. So. Noch ein Würfel. Und jetzt kann ich auch schon da hoch. Und da oben ist das wieder ein Warp. Nee, das ist... Ach, das ist wieder ein ganzer Würfel. Ja, schön. Dann kann ich ja hier rein, da hochklettern. Ja, so langsam komme ich so ein bisschen dahinter. Ne? So ein bisschen. So, jetzt kann ich jetzt, wenn ich hier bin, das so drehen, dass ich da durch die Tür passe. Genau.
Dann kann ich das wieder hier drehen. Ja, wunderbar. Nein! Ja, so ein bisschen Skydiving hat noch keinem geschadet. So, dann einmal da hoch. Und dann haben wir auch schon den Würfel. Und ich denke, das sollte doch ein ganz passabler Abschluss sein, wenn man denn nicht... Ja, das verleitet so ein bisschen zum zu viel drehen, merke ich gerade. Also, ja, man sollte durchaus damit ein bisschen sparsamer umgehen. So, was ich sagen wollte, das ist doch ein ganz passables Ende für diesen Part. Ein Würfel errungen. Kurz nochmal auf die Karte geguckt, ob hier... Ja, gut. Da wäre noch... Hier ist noch ein Weg. Dann sollte ich vielleicht nicht durch das Portal durchgehen. Nee, nee, da war ja noch eine Tür. Richtig, da war ja noch die Tür, die ich freigeschaltet habe und nicht auf den Schalter geworfen habe. Nee, nee, dann gehe ich da nicht zurück. Dann gehe ich hier zurück. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, mache ich hier kurz mal, bringe ich mich mal kurz um und damit ist mein Leben vorbei. Und dann sehen wir uns vielleicht dann im nächsten Part, wenn ich wieder auferstanden bin. Bis zum nächsten Part von Fez.